Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen im Wald bei The Forest. Ich habe hier schon wieder Hunger, Mensch. So, zack. Dann nochmal schnell trinken. So, letztes Mal haben wir die Nachbarn besucht. Wegen Stoff. Und ich glaube, heute machen wir mal die Mauer zu. Ich glaube, die müsste nämlich noch offen sein. Ja, die Mauer muss zu. Und dann müssen wir ein bisschen jagen. Kannibalen. Ach, wir brauchen, verdammt, wir brauchen Stoff. Das heißt, wir gehen in den Wald. Da gab es irgendwo so ein Camping, Platz. So ein kleiner. Vielleicht sind da die, vielleicht sind da schon die Koffer nachgespawnt. Wenn wir Glück haben. Dann können wir nebenbei ein bisschen jagen. Und ja, in den Koffern befindet sich ja immer gut Stoff. Das Zeug kann man ja immer gebrauchen. Wenn ich das so sehe, müssten es vielleicht, wenn wir Glück haben. 3, 6, ja. Brauchen eigentlich nicht viel Bäume. Sieht auf jeden Fall nicht viel aus. Was sagt er denn? 20 Stück. Ja, das sind zwei Fuhren. Ah, so viel. Also wir machen erstmal eine Fuhre und dann gucken wir, wie wir lustig sind. Oder ich würde sagen, wir machen eine Fuhre Holz und dann gehen wir ab in den Wald. Ja. Ist doch schön, so ein kleiner privater Wald. Wenn niemand da ist. Noch schöner. Ach, wir brauchen noch Köpfe. Und dann wollte ich mal gucken, müssen wir vielleicht zum SOS-Zeichen nochmal hin oder ist SOS einfach nur Deko? Ich habe eigentlich vorgestellt, wenn ich das SOS-Zeichen mache, dass es dann vielleicht nochmal ein Flugzeug landet oder ein Helikopter oder so. Um zu gucken, ob da wer das gemacht hat. Aber irgendwie kam da bisher nichts. Dann nehmen wir mal ein Wägelchen. Sparen wir uns das Ganze hin und her gelaufen. Ey, bleib hier! So, zack. Mehr ist hier nicht. Muss ich da vielleicht doch noch einen Baum hacken? Aber sieht recht wenig aus. Bestimmt oben was gelandet. Ach, da unten. Neunzehn Stück brauchen wir noch. Und das war jetzt alles, okay. Ach, da hinten haben wir einen übersehen. Was will denn die Katze? Ah, die Katze, falls sie das, sie gehört hat, die wollte ein bisschen Aufmerksamkeit. Braucht die ab und an. Nicht, dass ihr euch gewundert, was da so im Hintergrund leidend miaut hat.
Warum ist er eigentlich so komisch? Na, fantastisch. Hier könnten wir auch noch mal einen Weg machen, ne? So eine Einzeltür. Passt hier zu diesem Weg. Mal. Komm, machen wir. Brauchen wir wieder ein Holz mehr, glaube ich, ne? Ey, das sah gerade so aus. Der Schatten hat sich bewegt. Das sah gerade so aus, ob sich unser. Naja. Schlitten bewegt. Kommen wir da durch jetzt? Jetzt, okay. Und dann eigentlich nur noch drei hier hinten oder so, ne? Eine 4. Oh, dann haben wir's. Fantastisch. Dann gehen wir jetzt mal in den Wald. Ich glaube, hier geradeaus einfach war irgendwo so ein kleines Lager. Campinglager. Ich glaube, da waren auch nochmal ein, zwei Kochtöpfe, die wir jetzt quasi eigentlich nicht mehr brauchten. Oben war ein Kannibalenlager, da brauchen wir nicht hin. Na gut, das Laub kann man auch mal gebrauchen. Achso, ist keine Pflanze. Ach, ist ein Baum. Ich dachte gerade, das ist irgendwie, naja, Taschenlampe oder sowas vom Kannibalen. Aber das siehst du wahrscheinlich eh nicht am Tag. Aber hier gibt es mehrere Wege. Ich weiß gar nicht, ob man da über den Weg hinkommt. Boah, sieht doch auf jeden Fall toll aus, so. Schönes Bild. Man guckt halt zu selten nach oben. Baran! Bleib hier! Verdammt da. Ah, jetzt ist er weg. Naja, gut. Das ist eine besondere Pflanze, ne? Ja, wir haben schon wieder. Ah, ich habe nichts zu essen mitgenommen. Was sind das für rote Pflanzen? Kann man das. Okay. Einfach nur Blätter. Wo war denn das? Da war doch schon wieder ein Varan bei uns an den Füßen. Boah, jetzt haben wir dich. Hab dich. So, denn wir können ja uns noch mal ein bisschen Tarnung basteln. Genug Laub haben wir ja. So. Jetzt habe ich komplett schon die Orientierung verloren. Aber ich glaube, rechts, das ist nicht das, was wir wollten. Der Schwören können einfach so geradezu
In einem Wald und wärst es da gewesen? Oder bin ich zu sehr nach links gegangen? Das ist halt das Dumme, wenn man halt keine Karte hat. Ach du Scheiße, was? Diese Spinne und irgendwas anderes Komisches. Okay, da gehen wir auf jeden Fall nicht lang. Also nicht, wenn ich irgendwie keinen Höhenvorteil habe oder so. Oh, shit. Hat er mich gesehen? Ah. Bin mir nicht sicher. Ich stehe mal kurz auf. Hau mir mal einen Snack rein. Bin mir nicht sicher. Okay. Vielleicht haben die uns nicht gesehen. Und vielleicht sind die Mutanten ja schon da vorbeigelaufen. Nein, sind sie nicht. Oh. Jetzt hat er mich erwischt. Ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen. Ich möchte nicht diese Mutanten anlocken. Upsala. Okay, wir gehen nach Hause. Waldkannibalen, geht weg. Okay, ich brauche Ausdauer. Wir brauchen Ausdauer. Wo ist meine Heimat? Wo ist meine Heimat? Was ist los? Okay. Ein Höhleneingang? Oh ja. Ich glaube, wir sind hier mal rausgekommen. Kann das sein? Ich glaube, da sind wir raus. Ah. Da kommt man auf ein Dorf zu von denen. Keiner daheim. Da ist ja kein Totem. Aber Koffer sehen wir. Koffer. Bücher. Ah, Seile haben wir schon genug. Noch mehr Tücher. Ah, T-Shirt brauchen wir nicht. Jo, die sind abgefackelt.
Er checkt uns nicht, ja? Easy kill. Noch ein bisschen Snacks, ist auch ganz gut. Können wir nämlich gleich was essen? Ich weiß nicht, diese Mutanten traue ich mich nicht im Nahkampf anzugreifen. Auch ein schönes Fleckchen. Nein! Neues Tier entdeckt, das ist schön. Ich will den Fisch haben! Nee, es war ein Vogel, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir wurden entdeckt. Wo kommst du her? Ey. Na, endlich. Ist aber hässlich. Hoffentlich schmeckst du. Da ist ein Seil. Cool. Elender Fisch. Oder nicht? Oh, Koffer. Ich glaube, wir brauchen mal zu Hause noch einen Schrank. Ganz Medikamente wieder unterbringen. Also von Stoff her hat sich das, glaube ich, schon gelohnt. Ah, Sonne geht bald unter. Ich würde hier gerne... Kann ich hier hochklettern? Oh ja. Als Belohnung gibt es oben einen Snack. Dann trinken wir was. Mal kurz. Haben wir gerade 2, 3 gefunden. Okay. Naja gut, die Mega-Aussicht haben wir nicht, wie ich gedacht habe. Dann hauen wir wieder ab. Was denn? Gelbe, weiße Beeren. Ausrüsten. Nimm die mal mit. Schneebeeren. Aloe Vera. Ey, ich will den auch noch mal mitnehmen da. Ja, geht wohl nicht mehr. Ganz kurz, Schneebeeren. Steht das irgendwie drin, dass die giftig sind oder so? Knallerbse gibt's auch. Hier steht nichts mit Schneebeere. Aber ich höre Kannibale. Weiß nicht, ob er jetzt uns gesehen hat. Oh, hi. Du hier. Ich war hier schon mal. Heute? Ja, heute keinen gekillt. Nein, ich glaube, wir sollten mal wieder gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Sonne bald untergeht. Ah, von da an rechts. Oh ja, unsere Knochenrüstung ist auch kaputt. Was ist das denn für ein Baum?
Lappen, aber an diesem Campingplatz bin ich voll daneben gelaufen. Oder vorbeigelaufen, sagen wir es mal so. Was ist das denn? Hier liegen Tücher, ja, die Uhren kann ich nicht nehmen. So, ein bisschen Eingeweide. Nö, sonst nichts zum Mitnehmen. Hier ist auch wieder einer. Und da auch. Joa, Kunst oder so, keine Ahnung. Kiste, eine leere. Ah! Fick dich! Eichhörnchen oder sowas. Hör auf mich zu erschrecken. Auch eine leere Kiste. Und wieder ein Höhleneingang. Weil sind wir hier mal rausgekommen? Ich möchte jetzt aber nicht reingehen. Ich habe kaum. Nee, wir haben alles nur roh. Hm. Müssen wir mal machen, wenn man mehr. Scheiße. Der sieht ein bisschen brutal aus. Ja, ihr habt irgendwie, könnt ihr im Dunkeln gucken, ich nicht. Ich sehe gerade hier einen Scheiß. Ja? Na, 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 na. Lass den Heinrich in Ruhe. Bambi, lauf, lauf, Bambi, die wollen uns töten. Hm. Was hauen die? Die Bambi getötet? Nur ich darf da was gegenhauen, du Lumpi, du. Oh, komm her, nehme ich dich mit. Hoffentlich warst du alleine. Man sieht gar nichts. Ach, Home Sweet Home. Haben wir auch einen kleinen Besucher dabei. Den machen wir erstmal essen. Der hungert. Nee, nee, da musst du schon anmachen. So. Dann gibt es gleich wieder schön, schöne Knochen. Und ja. Dann würde ich sagen, ja gut, Mauer haben wir jetzt nicht geschafft. Wenn er dunkel ist, habe ich jetzt nicht so unbedingt Lust. Aber ich glaube, ich werde das einfach nochmal gleich machen. Aber da werdet ihr nicht viel sehen. Darum würde ich doch hier mal einen Break machen, da wird es ein kurzes Video. Da haben wir mal so einen Stamm gesucht oder versucht, Stoff zu finden. Wie viel Stoff haben wir jetzt überhaupt? Also Futter haben wir auf jeden Fall gefunden. Dann haben wir wieder 71 Stoff. Das hat sich voll gelohnt. Das war gut. 71 Stoff, Medikamente. Ich glaube, unser Schrank oben ist auch voll. Ich glaube, ich brauche irgendwo noch einen Schrank. Könnten wir auch quasi hier bauen, so. Medikamentenschrank. Da haben wir oben Medikamente, unten Medikamente. Ich glaube, ist gar nicht so doof. Na. Einfacheren brauche ich noch. Den muss ich noch mal essen. Ich glaube, ich baue hier unten noch mal einen Schrank hin. Ich weiß, die sind schweineteuer. Aber ich habe keinen Bock, jedes Mal irgendwo hinzulaufen. Weil ich gerade irgendwo ein bisschen Arznei brauche. Richtig rum, ja. Und die haben mich gefunden.
Ich habe gerade gehört, wie eine Falle hoch sich ausgelöst hat. Ich wollte eigentlich das Video beenden. Falle ist ausgelöst, aber keiner tot. Da hinten vielleicht noch? Ach, schau an. Na? Bisschen scheiße, hä? Ja. Hörst du auf? Hörst du auf? Geht doch. Danke für den Stock und den Zahn. Kann ich gebrauchen. Ich lege ich mal kurz ab. Ist da hinten noch einer? Nee, ist einfach nur Schatten gewesen. Gut, dann brate ich mir den hier auch nochmal. Mach die Mauer zu. Oh, wir haben gleich Hunger. Mal was zu essen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.